so sein, wie ich bin. Ja. Und das war wohl auch mein Erfolg. So sein, wie du bist. Da gab es dann, vor allen Dingen, als du aufgehört hast, so Formulierungen, Lächeln eines Löffelbiskuits. Ja. Ja. Und das hat vielen verstellt, dass du, wir haben das gerade schon mal angetippt, im Kern ein sehr ernsthafter Mensch bist. Mhm. Das schließt sich ja nicht aus, aber woher kommt das? Woher kommt diese Ernsthaftigkeit? Die Bild-Zeitung hat mal geschrieben, ich sei die deutsche Antwort auf Mutter Teresa. Ja, genau. Ich fühlte mich geehrt. Ja, weil da spielt die Religion eine Rolle, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber diese Ernsthaftigkeit war das, dass du eben sehr früh ins Leben geworfen worden bist. Du hast dich um deine Geschwister gekümmert. Ihr habt eine WG gehabt mit dem Opa sogar noch, hat es mal geheißen, in Mainz. Ist noch fast 80 geworden, ja. Du hast eine Verantwortung sehr früh übernommen. Hat das eine Rolle gespielt? Ja, eine große Rolle gespielt. Und ich hatte eine sehr christlich geartete Großmutter, die mich rangeführt hat. Und zwar nicht mit ständiger Ermahnung, sondern ich lief so mit ihr. So Volksglaube, ja? Ja. Beten. Beten. Hm. Bete, Junge, bete. Vergiss es nicht. Täglich. Und das machst du bis? Bis heute. Heute. Und ich gehe auch heute gerne in die Kirche. Ich tue mich natürlich auch schwer mit den vielen Ereignissen in der katholischen Kirche, aber ich gehe nicht wegen des Bodenpersonals in die Kirche, sondern ich habe meinen Herrgott und meinen Jesus und meine Mutter. Aber der hat dir, obwohl du so ein fleißiger, braver Kirchgänger in der Boni bist, in der Bonifatiuskirche, noch nie zugezwinkert, hast du, glaube ich, mal geschrieben, ne? Der Jesus. Hat mir noch nicht zugezwinkert, aber ich bin sicher, das passiert noch. Du hast vielleicht nicht drauf, nicht in dem Augenblick nicht hingekommen. Ich war nicht nah genug. Ja, aber diese Ernsthaftigkeit, ich finde auch bemerkenswert, ich habe nicht den Eindruck, dass du das mit großer Freude gemacht hast, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so eine Szene, die du auch beschreibst. Es wird ein Chef gesucht für die Sporttruppe beim ZDF. Das ist ja ein Riesenladen. Du bist von Herzen Moderator und Reporter gewesen. Und dann hast du gesagt, dann mache ich's. Mhm. Nach dem Motto, wenn es keiner macht oder einer, der mir nicht passt. Ich habe, wie ich nachher gesagt habe, schwer einen Fehler gemacht, dem Chefredakteur Reinhard Appel zu sagen, ich wüsste, wie man es machen müsste. Ja. Und das ist prima, hat er gesagt. Dann haben wir ja einen. Zeig doch mal. Ja. Ja. Aber die Größe ist eigentlich, darauf will ich hinaus, dann nach einer überschaubaren Zeit von Jahren sagen zu können, ich gebe ab.